Hinterher ein aus. Hoffentlich. Also dir und das Fest der Mönche gehen wir schon lange auf die Schauspieler Nahe. Und Komparsen. Du machst das nächste Mal Fest wieder Ballett. Fest der Mönche, bitte in Halle. Krimi wäre mir lieber. Dreh beginnt in 15 Himmels Willen. Aber Sie können abschließen. Doch nicht... Tresor aufschließen. Wenn die Alarmanlage klingelt, knall ich sie über den Haufen. Also los, Aufzug der Mönche. Am besten in Dreier rein. Gut. Gib mal einen Moment. Meine Herren, in Dreier rein aufstellen bitte und Kapuzen auf. Ja. Armbanduhren ab. Wo ist denn der Lange? Einen Langen konnten wir leider nicht kriegen. Was heißt nicht kriegen? Habt ihr keinen engagiert? Nein, der ist halt ausgefallen. Ausgefallen? Das interessiert mich doch nicht. Der war wieder zu teuer, was? Das sind doch überhaupt viel zu wenig. Ich brauche 17 Mönche. Aufnahmeleitung! Sind ja schon alle da, Herr Hundzicke. Ach, komm doch, Mensch. Kapuzen auf, Brille ab. Das gefällt mir nicht. Zweier rein. Gib mal einen Bonbon. Meine Herren, in Zweierreihen aufstellen, bitte. Zweierreihen. Das gefällt mir auch nicht. Dann probieren wir es mal. So, dann Ruhe bitte für eine Probe. Abläuten. Und meine Herrschaften, bitte Ruhe! Meine Herrschaften, Sie schreiten vor das Gericht der Kardinäle. Schreiten! So, Ruhe, bitte. Ruhe, es ist abgeläutet. Psst. Musik ab. Schaut, dass gerade nicht da waren, Weininger. Ja, mei, das Kreis kurieren und zu gleicher Zeit Dienst machen, das ist halt ein bisschen viel für einen ZBV-Inspektor. Naja, der Raubüberfall in Geiselgastag ist beim Herrn Steiner auch in guten Händen. Wer kommt denn als Täter in Betracht? Er hat ein Mönchskostüm angehabt, wie die Komparsen in einem Fernsehspiel, das da draußen gerade gedreht wird. Mitterer? Ja, Fröschel, was gibt's? Ja, da kann man nichts machen. Nein, stören Sie jetzt nicht den Herrn Steiner. Ja, der ist da. Ja, ich werde es ihm ausrichten, ist gut. Ende. Bei den Spürhunden Fehlanzeige. Es laufen zu viele Leute auf dem Gelände rum. Und noch dazu lauter Künstler. Auch von dem gelabten Geld noch keine Spur. Aber das ganze Gelände ist ja abgeriegelt und der Täter muss ja das Geld irgendwo versteckt haben. Ne? Ich sag's ja, nichts wie Künstler. Übrigens, der Fröschel meint, ob Sie nicht Lust hätten, einmal hinauszukommen nach Geiselgastag.
Ja, Lust hätte ich schon. Tät ganz gerne mal sehen, wie es so beim Film und beim Fernsehen zugeht. Na also? Ja, aber ob es dem Herrn Steiner recht ist? Na, der hat doch jetzt alle Hände voll zu tun. Ich glaube, der knöpft sich gerade jeden einzelnen von diesen Mönchen davor. Na, dann sind sie gut aufgehoben. Der Steiner war schon immer ein guter Beichtvater. Herr Schanz, Sie geben an, die Kantine um 12.20 Uhr verlassen zu haben. Jawohl. Wie kommen Sie zu dieser präzisen Zeitangabe? Ich habe zufällig auf die Uhr geschaut. So. Zufällig? Ja, die hängt doch neben dem Eingang. Wo sind Sie dann hingegangen? Zur Halle 6 rüber natürlich. Allein oder mit anderen? Da waren noch ein paar. 3 oder 4. Wer? Tja, das weiß ich nicht genau. Wir hatten doch schon die Kapuzen auf. Was Jux, wissen Sie. Haben Sie denn nicht miteinander gesprochen? Doch, das schon. Worüber? Na, halt über den Regisseur. Der Hunziker ist doch ein Depp. Der will ja einfach nicht merken, dass einer mehr kann, als nur im Kreis rummarschieren. Und Sie haben niemand an der Stimme erkannt? Ja, ich glaube, der Simmer war dabei. Ach, Fröschel, holen Sie den doch gleich mal her. Gut, Herr Oberinspektor. Herr Schanz, auf welchem Weg sind Sie zur Halle 6 gegangen? Zeigen Sie mir das mal. Also da ist die Kantine. Ne, darüber, an Halle 4-5 vorbei. Aha. Rechts oder links? Links. Herr Simmer. Ah, danke schön, Herr Schanz. Herr Simmer, wo haben Sie sich in der Mittagspause aufgehalten? In der Kantine. Und wann haben Sie die Kantine verlassen? Zwischen 12:15 und 12:30. Und wo sind Sie hingegangen? Zu Halle 6. Auf welchem Weg? Zeigen Sie mal. Hier an Halle 4-5 vorbei. Rechts oder links? Links. Waren Sie allein? Nein, da waren noch andere dabei. Haben Sie jemand erkannt? Wo doch alle die Kapuzen auf hatten. Schon gut. Worüber haben Sie gesprochen? Na, darüber, dass man bei diesem idiotischen Hunziker nie eine richtige Rolle kriegt. Da bat ich mal Schauspielunterricht. Ich hab schon mit Keutner gedreht. Ja, der letzte Dreck sind wir für den Hunziker. Nicht mal unsere Gesichter dürfen wir zeigen. Immer bloß im Kreis rummarschieren, als ob wir nicht mehr können. Ja, schon gut, meine Herren. Sie kontrollieren also jeden, der hier rein und raus geht? Selbstverständlich, Herr Inspektor. Ohne Passierschein kommt hier keiner rein. Schon gar nicht, wenn wir ihn nicht kennen. Ja, und wie ist denn das mit den Schauspielern? Die bekommen ihren Schein von der Produktion. Naja, und außerdem kennen Sie ja die meisten, oder? Ja, selbstverständlich. Die meisten kennen wir gut. Wenn ich Autogramme sammeln wollte, ich... Ja, ja, ich meine aber jetzt weniger die bekannten Schauspieler, sondern mehr die kleinen, die... Na, wie sagt man gleich, die Komparsen. Ach, von denen will doch niemand ein Autogramm. Ja, aber kennen tun Sie doch auch, oder? Ja, ja, die meisten. Sagen Sie mal, ist Ihnen da heute nicht ein neues Gesicht aufgefallen? Vielleicht einer für diesen Mönchsfilm? Nein, nein, das habe ich dem Herrn Oberinspektor schon gesagt. Bei uns kann sich keiner einschleichen. Ja. Sie können sich also nicht entsinnen, mit wem Sie zur Halle 6 gegangen sind. Sehen Sie, Herr Kommissar, unter der Kapuze, da klingt alles anders. Ja, worüber haben Sie denn gesprochen, Herr Keitel? Oh, wir haben geschimpft, weil der Hunziker ein unmöglicher Regisseur ist. Frau Schul, ich möchte Simmer noch mal sprechen. Ich hole ihn, Herr Oberinspektor. Können Sie sich an den Wortlaut entsinnen, Herr Keitel? Nicht genau, Herr Kommissar. Wir haben eben geschimpft. Marionetten sind wir für den. Der lässt uns nicht einmal singen. Ja, schon gut. Bitte. Herr Simmer, wurde in Ihrer Gruppe noch über etwas anderes gesprochen als über den Regisseur? Für uns gibt's nichts anderes. Das ist doch ein Ignorant ist das. Ja, der probiert es nicht einmal, ob uns so einer singen kann. Das genügt. Sie können gehen. Fröschel, der Nächste. Bitte. Sie haben also viel Geld in dem Tresor gehabt, Frau Hauser. Ja, heute war doch letzter Drehtag Fest der Mönche und da zahlen wir die Gagen aus. Und das hat natürlich der Täter gewusst. Sagen Sie mal, machen Sie eigentlich immer um 11:45 Uhr Mittagspause? Ja, natürlich. Ja, und kommt das öfters vor, dass Sie oder Ihre Kollegen ein bisschen früher weggehen, dann zum Händewaschen oder so? Manchmal schon. Das hat er also auch gewusst. Tja, na, von den Hauptdarstellern wird so wohl keiner gewesen sein. Doch, die haben das doch nicht nötig. Eben.
Ja, haben Sie auch mit den Komparsen zu tun? Nein, die zahlt die Produktion aus. Aha. Und in der Kasse war ihm wahrscheinlich zu wenig drin. Sie sind also nicht in der Kantine gewesen, Herr Glenski? Nein, da ist mir das Mittagessen zu teuer. Mhm. Wo haben Sie sich aufgehalten? Ich bin spazieren gegangen. Mache ich immer in der Mittagspause. Beschreiben Sie mir mal genau, wo. Da hinten im Wald. Hat Sie da jemand gesehen? Weiß ich nicht. Frösche, versuchen Sie herauszufinden, ob irgendjemand Herrn Glenski im Wald gesehen hat. Jawohl, Herr Oberinspektor. Und jetzt, Herr Glenski, möchte ich ganz genau von Ihnen wissen, wo Sie zwischen 12 und 12.30 Uhr gewesen sind. Welchen Weg sind Sie gegangen? So genau kann ich das nicht mehr sagen. Zeigen Sie es mir mal bitte. Da hinter der Halle 6. In welcher Richtung sind Sie gegangen? Da oder dort. Ich war im Gedanken, ich kann mir nichts mehr erinnern. Herr Glenski, Sie werden sich erinnern müssen. Ich weiß gar nicht, warum der Steiner ausgerechnet die Komparsen verdächtigt. Der Täter könnte sich durch die Maskerade auch bloß gemacht haben, weil die Gelegenheit so günstig ist. Na, weißt, Fröschl. Ja, oder es war einer von einem anderen Film. Ein Angestellter oder ein Fotograf, ein Aufnahmeleiter, Beleichter, vielleicht sogar ein Dramaturg. Ja, die Drehbuchschreiber, die sollen ja das Glauben gewöhnt sein. Nein, nein, Fröschl. Ich glaube, der Steiner ist schon auf der richtigen Spur. Gerade weil es für einen von diesen guten Trägern so einfach war. Ja, aber einen Komplizen könnte er doch gehabt haben, dem er das Geld gegeben hat. Ich kann mir nicht helfen, Fröschl. Für mich war das ein Einzelgänger. Da, auf dem Weg zur Halle 6 könnte er das Geld versteckt haben. Vielleicht in einer Werkstatt, in einer Garderobe oder in einer Filmdekoration. Ja. Bloß finden müssten wir es halt, nicht? Ja, der macht's uns nicht leicht, der Bruder, der Staubige. Aber gerade weil er so gescheit sein will, müssten wir ihm eine Gelegenheit geben, auch einmal eine Dummheit zu machen. Wenn wir jetzt nicht endlich weiterdrehen, dann gehe ich nach Hause. Wo sind denn die Komparsen? Die Kriminalpolizei verhört noch immer. Zum Teufel mit der Kriminalpolizei, wir müssen heute abdrehen. Sie wissen doch, was passiert ist. Na und? Das hilft mir auch nicht weiter. Wir haben umdisponiert. Die Schlussszene wird heute nachgedreht. Ach, reizend, dass ich das auch mal erfahre. Bin in meiner Garderobe. Tja. Kommen Sie, Herr Gruber. Haben Sie mal einen Bon für mich? Hab ich. Entschuldigung, ich habe da gerade gehört, dass Sie heute Nacht noch was drehen möchten. Ist es die Geschichte da mit den Mönchen? Ja, warum? Ja, ich wollte bloß fragen, ob Sie da noch einen Komparsen brauchen könnten. Nur so einen wie den da. Was? Eigentlich sind wir komplett. Du, Moment mal, ich würde ihn ja nehmen. Vielleicht verhaften die uns einen weg und dann haben wir nur noch 16. Hast auch wieder recht. Also gehen Sie rüber im Fundus. Du musst doch irgendwo eine Kutte hängen. Die lassen sich geben, dann kommen Sie wieder zu mir. Danke. Entschuldigen Sie mal. Wollen Sie nicht mitmachen? Ich bräuchte noch so einen langen. Nein, nein, ich taug nicht zum Statisten. Schade. Von den Komparsen haben 9 ein Alibi, bei 7 kann man es mit einiger Sicherheit rekonstruieren. Einer, ein gewisser Glenski, kann sich nicht genau erinnern, wo er zur Tatzeit war. Das ist aber komisch. Passt eigentlich gar nicht recht zu dem raffinierten Vorgehen des Täters. Was glauben Sie, ob er nicht vielleicht doch einen Komplizen gehabt hat? Nach Lage der Dinge halte ich das für wenig wahrscheinlich. Ich vermute einen ausgesprochenen Einzelgänger. Was wollen Sie denn jetzt unternehmen, Herr Steiner? Die Vernehmung fortsetzen und vor allem zu ermitteln suchen, zu welchem Zeitpunkt genau jeder einzelne Komparse von der Kantine zur Halle 6 gegangen ist. Na, ob Sie damit weiterkommen, nehmen Sie es nicht übel, Herr Steiner. Wenn das auch nicht zum Erfolg führt, bleibt mir nichts anderes übrig, als die Polizei abzuziehen. Ist das nicht ein bisschen voreilig? Ich kann die Filmarbeiten unmöglich länger behindern. Heute Abend soll der Schluss des Films gedreht werden. Das kenne ich ja gar nicht an Ihnen, Herr Steiner. Sie sind ja fast so rücksichtsvoll wie unser Wanninger. Übrigens, haben Sie den getroffen draußen in Geiselgasteig? Ach, jetzt wird mir auf einmal klar, warum der Fröschl so plötzlich verschwunden ist. So, so, der Herr Wanninger macht wieder einmal mit. Sie kennen ihn ja. Also, ich habe ja nichts dagegen, Herr Direktor. Wenn er unbedingt will, von mir aus, bitte. Aber Herr Wanninger, warum wollen Sie denn unbedingt einen Mönch aus mir machen? Stehst du wieder mal auf der Leitung, Fröschl. Wie viele Mönche brauchen die für ihr Fest? Ja, 17. Eben. Und wenn es dann auf einmal 18 sind? Dann schicken Sie einen weg. Also, und wer wird da als erster freiwillig verschwinden? Mei, dass mir das nicht eingefallen ist. Ja, natürlich der Kassenräuber, der saust zu seinem Versteck, nimmt's Geld und haut ab. Tja, so sicher ist das auch wieder nicht, aber man könnte es doch mal probieren. Und wenn's klappt, dann kommt der Täter nur bis zu seinem Versteck, denn vor der Halle 6 steht ein gewisser Herr Wanninger. Komm, verzapf keinen Kriminalroman, wir haben nicht mehr viel Zeit. Geh mal. Ja, bitte. Nein, bis jetzt war noch keiner da. Ich werde es ihm sagen. Grüß Gott. Wir kommen wegen dem Kostüm für die Mönche. Ja, wieso? 2? Ich hab nur noch eins. Nein, das stimmt schon. Wir brauchen bloß eins.
Moment mal. Also pass auf, Fröschel. Du bleibst auf alle Fälle in der Halle 6, bis die mit dem Drehen fertig sind. Und wenn was passiert? Das ist wurscht. Du rührst dich nicht von der Stelle, verstanden? So, ziehen Sie es gleich mal an. Wieso ich? Nein, nein, das ist für den Herrn. Ja, dem passt's nicht. Geht, da lache ich doch. Oh, ist doch ein bisschen zu groß. Das Kostüm war für einen besonders langen Komparsen. Aber der ist dann krank geworden. Ja, kann man das nicht ändern? Na, na, die Schneiderei ist zu. So ist recht. Ja, was machen wir denn da? Ja, da bleibt nichts anderes übrig. Da müssen halt Sie die Kutte nehmen. Ja, ja, bist du deppert. Also wollen Sie es jetzt anziehen oder nicht? Der Aufnahmeleiter hat schon angerufen. Sie sollen sich beeilen. Ja, wenn es nicht anders geht. Also Fröschel, pass mal gut auf, gell? Der kommt mir nicht aus. Ja, da glaube ich, hat man mal was einbrockt. Also, Aufzug vor den Kardinälen wie heute Nachmittag. Wieder. Ja, was ist denn, meine Herrschaften? Hände in die Ärmel stecken, los, 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 bisschen Tempo. Kapuze runter. Na also, ich hab da doch noch einen langen aufgetrieben. Man tut, was man kann. Ah, sieht doch schon viel besser aus. Der lange soll mal die Arme kreuzen. Arme kreuzen. So, dann abläuten für eine Probe. Ruhe. Stopp, aus. Da stimmt doch was nicht. Wie viel sind denn das überhaupt? 18. Ganze Stücke wärst von 17 Mönchen die Rede. Gib mal ein Bonbon. Entschuldigung, das ist der neue, der 18. Sofort einer raus! Hey, Sie, der lange Herr, wo wollt ihr? Ich muss doch. Das können Sie nach der Aufnahme. Nein, gehen Sie auf Ihren Platz zurück. Jawohl. Machen Sie das Ding dazu. Ich glaube, wir drehen gleich, sonst dauert das bis morgen früh. Und am Schluss das Hinknien nicht vergessen. Und der lange zuerst. So, dann Ruhe bitte, wir drehen. Bitte ableuten. Ruhe. Bitte Ton ab. Und läuft. Klappe bitte. 42, die erste. Musik ab. Bitte. Bleib stehen! Du merkst ihn hier! Hallo! Halt! Tippen! Weg! Laudate! Laudate! Gib mir ein Bonbon. Es ist jetzt die dritte Aufnahme, die Sie uns schmeißen. Glauben Sie, wir schlagen uns zu Ihrem Vergnügen die Nacht um die Ohren? Ja, glauben Sie, vielleicht ich mach das als Gaudi. Das sieht aber ganz so aus. Und dieser lange Lulatsch noch mal Mistbau, schmeiß ich ihn raus. Hey, wo wollen Sie denn jetzt schon wieder hin? Ich morgen nimmer. Gehen Sie auf Ihren Platz. So, wieder auf Anfang, bitte. Einmal muss er es doch kapieren. Kapuzen wieder auf. So, Ruhe bitte, fertig. Und stehen. Bitte Ton ab. Klappe. 42, die vierte. Musik ab. Bitte! Nimm die Hände hoch. Hat keinen Zweck mehr. Aha, Geld, Pistole, Äther, alles da. Wir können die Aktion abbrechen. Los, kommen Sie.
aus, Schluss, gestorben, Feierabend. Frau Passerin, bitte die Aufnahmeleitung. Licht aus, bitte. Mit dem Langen hast du mir was angetan. Darf ich eine Bonbon anbieten? Danke. Nur die letzte kopieren. Hey, Sie, warum so eilig? Kommen Sie doch mal her. Was wollen Sie noch von mir? Wie war doch der Name? Wanninger, warum brauchen Sie mich noch? Ma, ich wollte mal bloß den Namen merken, damit wir es nicht versehentlich noch mal engagieren. Sir. Wollen Sie einen Bonbon? Ja, danke schön. Wir sind ja wirklich so blöd, wie Sie lang sind. Bis wenn der Steiner gehört hätte. Wiedersehen. Herr Inspektor. Was ist? Hast du ihn erwischt? Schimpfen Sie mich bitte schön ruhig zusammen. Na, vom Schimpfen habe ich heute schon genug. Auskommen ist mir der Haderlump. Sir. Haben Sie eh krumm und wir vom Erdboden verschluckt. Ja, dann wird er sein Zeug schon längst abgeholt haben. Bloß, weil ich so ein Depp bin. Ja, nicht nur du. Komm, Fröschl. Ich glaube, wir brauchen jetzt alle zwei einen Schnaps. So, der Herr Simmer war's. Ja, aber hat denn der nicht durch die Aussagen der Komparsen Schanz und Keitlein stichfestes Alibi gehabt? Zunächst schon. Bis ich festgestellt hatte, dass Schranz und Keitel zu verschiedenen Zeiten von der Kantine zur Halle 6 gegangen sind. Aha. Nach dem Überfall auf die Kasse sind sie um 12.20 Uhr mit einer Gruppe von Mönchen, zu der auch Schranz gehörte, von der Kantine zur Halle 4-5 gegangen, nicht wahr? Dort haben sie sich unauffällig entfernt, das geraubte Geld versteckt und sich etwa 12.30 Uhr der Gruppe mit Keitel angeschlossen, die zur Halle 6 ging. Na, jetzt können sie es doch zugeben. Sie wissen ja alles. Was wollen Sie denn noch? Natürlich wissen wir jetzt alles. Auch, dass der Herr Steiner die Polizei nur offiziell abgezogen und danach gleich wieder alles besetzt hat. Vor allem Halle 4-5. Aber sagen Sie mal, Herr Steiner, wenn Sie den Simmer schon auf dem Korn gehabt haben, warum haben Sie denn nicht gleich zugegriffen? Ich hatte doch keinen Beweis. Für die Verzögerung bei Halle 4-5 konnte doch Herr Simmer auch eine harmlose Erklärung abgeben. Außerdem habe ich damit gerechnet, dass Wanninger bestimmt irgendetwas... Da komme ich ja wieder mal genau aufs Stichwort. Ich war also doch nicht umsonst beim Film. Diesmal war es schon umsonst, Wanninger. Der Kassenräuber ist nämlich von Herrn Steiner bereits verhaftet worden. Führen Sie ihn ab. Mein Kompliment. Danke. Tja, mein lieber Wanninger, manchmal führen Routineermittlungen eben doch zum Ziel. Ich weiß, Sie halten nicht viel davon. Doch, doch. Seit heute schon. Im Übrigen wollte ich gerade sagen, selbst wenn ich mich bei meinen Überlegungen getäuscht haben sollte, ich konnte trotzdem sicher sein, dass der Täter heute Nacht eine Gelegenheit finden würde, seine Beute abzuholen. Ja, wieso denn? Weil ich die seltsamen Methoden eines gewissen Kollegen mit eingeplant hatte. Vielen Dank, Wanninger. Bitte, bitte. Der Herr Inspektor hat ja echt mitgespielt bei dem Film. Mhm. Ich habe mich auch ganz schön runterputzen lassen müssen von so einem depperten Regisseur, von so einem damischen... Also dieses Thema kenne ich. Wanninger, wenn ich nicht gerade erfahren hätte, dass Sie kein guter Statist sind, jetzt wäre ich nicht mehr so sicher.